Wir fahren Richtung Hintertux. Das ist ein riesen Gletscher und dort oben befindet sich der Eispalast. Und hier aus sieht man den schon. Und ich bin sehr gespannt, man könnte sogar im Sommer Ski fahren. Wir haben jetzt 28 Grad, in der Kamera sieht man schlecht, aber da sind oben 5 Grad. Thank you.
Wir haben zufällig diese Spanagelhöhle entdeckt und die schauen wir jetzt an. Erstmal 10 Minuten bergab. Höhle drin und dadurch und du wirst es auch merken, heute haben wir ganz einen schweren Luftdruck, gell? Und die Luftfeuchtigkeit dazu. Ja. Ganz schön eng hier, man muss hier fast schon kriechen, damit man durchkommt, und ein Mädchen musste wieder zurück, weil sie Angst hatte. Hier weitergeht. Das sind die zwei Gänge, die jeweils mit einem einen Ausgang verbunden sind. Aber sonst in die Tourismusverbände und so und sind wir eigentlich schon. Und also das heißt, die Höhle, die ist schon älter, die 600.000 Jahre. Und die ist das ist die lange Uhr. Und von da aus kann man anzeigen, wie viel Film. Aber wir haben wieder ausgekriegt. Ja, also es ist Schichten gewesen. Und die haben mit dem Sand vermischt. Und durch den Druck im Erdinneren, gell, das hat es in die Erde reingedrückt. Das ist jetzt eine Plastik, das ist eine Nachbildung. Gell? Das Originale ist alles nicht so schön gewesen, aber nur.
Ist etwas eng hier und etwas anstrengend zum Gehen, aber sehr, sehr schön. Habe ich nicht erwartet. Wir befinden uns im Eisbergast und das ist wirklich unbeschreiblich schön. Das muss man einmal gesehen haben. Thank you.
jetzt mit dem Boot fahren. Dickste Stelle Eisdicke beträgt hier knapp 164 Meter. Ja, deshalb geht es dem eigentlich ganz gut in die Welt. Das ist mehr als die Hälfte schon weg. Ihr müsst euch vorstellen, am Duxer Fernehaus war das Eis so dick wie das Haus hoch ist. Wo die Gondelstation drin ist. So dick war das Eis. Sag dir, ist da rein? Ist das gut? Ich halte mir jetzt mal ein bisschen auf.